WLAN ist ja heutzutage nicht mehr wegzudenken, aber sind wir mal ehrlich, diese Router, die sind alles andere als schön. Ich zeige euch heute aber, wie ihr den Router verstecken könnt und er aber trotzdem noch die volle Leistung bringt. Dafür braucht ihr einmal einen Bilderrahmen, der stehen kann, also er muss ein bisschen breiter sein. Dann habe ich hier Rattan, eine Schere und eine Heißklebepistole. Und dann können wir auch schon starten. Als erstes holt ihr die Scheibe aus eurem Bilderrahmen. Aufklappen und rausholen. Leg mir das da einmal rüber, fange so grob an, schneide es jetzt erstmal so, damit ich es dann nochmal anlegen kann. So, jetzt teste ich nochmal, ob das von der Größe her auch so passt. Ne, ist noch ein bisschen zu groß, aber das ist kein Problem. Ich muss genau hier einmal nochmal schneiden. So. Noch einmal ranhalten. Perfekt. Im nächsten Schritt nehmt ihr euch die Heißklebe und setzt so kleine Punkte und da wird dann das Rattan befestigt. So, alles noch mal ein bisschen festdrücken und dann ist es auch schon fertig. Und wie das gleich vom Router aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ja, so schnell und einfach könnt ihr euren Router richtig schön verstecken, ohne dass er irgendwie das Signal verliert. Ich hoffe, euch hat dieser Hack gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen.